Die Wählerinnen kennen die Kompetenzen des Bundespräsidenten. Hier gehe ich in eine Mittelposition, weil ich glaube, dass sehr oft zwar ein gewisses Wissen über die Kompetenzen da ist, aber nicht über alle. Warum sind dennoch so vielen Bürgerinnen die Kompetenzen des Bundespräsidenten fern? Es hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass diese Funktion erstens einmal alle 6 Jahre gewählt wird, zweitens einmal gewisse Kompetenzen täglich gelebt werden und gar nicht jetzt in der Bevölkerung quasi groß hinausgehen. Und einer der grundlegendsten Kompetenzen, nämlich die Beauftragung zur Regierungsbildung und so weiter, das ist ja nicht auch jeden Tag und demzufolge, glaube ich, wird das Thema nicht täglich irgendwo berichtet. Die Medien sind auch hier nicht diejenigen, die tagtäglich darüber berichten.